Was geht ab, Leute? Leon von LG Gaming TV ist wieder am Start und damit herzlich willkommen zum nächsten Video auf unserem Kanal. Heute habe ich mir überlegt, da ich auch FIFA auf diesem Kanal bringen wollte, mal einen Karrieremodus mit dem SC Paderborn zu starten. Warum der SC Paderborn? SC Paderborn finde ich einfach recht sympathischer Verein. Ist leider von der ersten Liga bis in die dritte Liga durchgereicht worden. So ähnlich geht es auch gerade meinem Verein, Darmstadt 98. Ich hoffe mal, dass es noch schaffen werden. Baden hat noch kurz drüber geredet. In der ersten Liga, wo sie abgestiegen sind, ja, hoffentlich steigen sie nicht direkt wieder auf. Wäre richtig blöd und jetzt hängen sie unten drin. Und keiner hat damit gerechnet vor der Saison. Ja, wir schweifen hier komplett ab. Also ich vergleiche Darmstadt 98 auch ein bisschen mit dem SC Paderborn. Auch vom finanziellen her. Ich will einfach mit dem SC Paderborn wieder bis hoch in die Bundesliga gehen. Macht es auch mehr Spaß, mit so eher kleineren Vereinen sich hochzuarbeiten, zu verbessern, statt direkt so Riesenvereine. Barcelona, hast die besten Spiele, Bayern München, Real Madrid, dann spielst du ein bisschen deine Saison, spielst Champions League, gewinnst du. Und ja, deswegen habe ich mich für den SC Paderborn entschieden. Da habe ich wenigstens auch ein bisschen eine Herausforderung, die ich dann hoffentlich schaffen werde. In der Folge wird es wahrscheinlich erstmal nur um das Finanzielle gehen und um die Einladungsspiele, sag ich mal. Ich habe gerade ein bisschen erklärt. Ist bewusst Trainerstab, wichtige Infos zum Transfermarkt. Können wir noch kurz die Infos angucken. Okay. Überblick ist schon mal direkt Aufstieg schaffen. Oh, okay. Ein Jungspieler für derselben Saison verpflichten und halt 5-mal einsetzen oder halt Startelf. Zwei Spieler und 20 Jahre mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Okay. Schon mal drei Spieler holen. Zwei verpflichten am besten. Überschreiten. Okay. Was haben wir hier gehabt? Stadion ausverkauft. Okay. Direktaufstieg haben wir schon. 3 Millionen plus. Okay. Wissen wir das schon mal. Ich mich vorstellen. Bla bla. Schauen wir erstmal auf die Mannschaft. Ich glaube. Kann gerade mal gucken. Wie viele Leute haben. Ich denke, das ist ein ganz junges Team, 26, 19, okay, 22. 29. Okay, recht junges Team auf jeden Fall. Dann halt die bisschen Älteren auf der Bank. Ja, das finde ich halt ein richtig guter Mix bei dem Team. Zwischen jungen Spielern, die halt noch ganz weit hoch wollen, und halt ein bisschen älteren Spielern. Die ein bisschen Erfahrung mitbringen, das gefällt mir richtig gut an dem Verein. Das würde ich sagen, wir haben jetzt einen Ersatzstürmer noch hier. Da noch einer, aber ich denke, wenn wir weiter hoch wollen, leihen wir uns mal noch einen aus. Mal schauen wir noch, wen wir holen könnten. Deswegen gehen wir erstmal von der Bundesliga aus. Wenn es da keine gibt, arbeite ich mich halt langsam runter. Gehe erstmal Bundesliga verleihen. Angriff. Stürmer. Johannes Eckestein haben wir hier von Werder Bremen auf der Leihliste, hat sogar recht gute Werte. Vermerke ich mir mal und lasse noch mal ein bisschen scouten. So, schau mal, wo können wir vielleicht noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen. ZOM haben wir auf jeden Fall Ersatzbank keinen. Nur auf der Reserve, das ist auch ein junger Spieler, der auch nicht direkt alles geben kann. Denke ich mal, deswegen ZOM können wir auch mal noch gucken. Ob es da noch irgendwas gibt. Auch in der Bundesliga natürlich. Am besten. Mittelfeld ZOM, genau. Zu verleihen. Aus der Bundesliga. Na, gibt es leider nicht. Ich glaube, aus der zweiten Liga vielleicht. Auch nicht. Gucken wir mal so, ob es da Spieler gibt, die vielleicht in unserem Gehaltsraum stehen. Ulrich Bakbo, Drexler. Am besten auch ein junger Spieler. Niklas Hauptmann, Marvin Melem, oh, von der Schach 90. Da merke ich mal und beobachte auch mal.
Rosenthal, ja. Stöge, Ulm. Wenn wir die beiden mal vermerken, die jetzt aber bis vom Alter und von den Statistiken ansprechen, gucken wir mal weiter und verhandeln schon mal erstmal mit dem Eggestein, erstmal eine Leihevorschlag mit Werder Bremen. Zunächst sollten wir uns über die Leihdauer unterhalten. Ja, ich würde sagen erstmal ein Jahr, sonst lohnt sich ja für uns nicht. ...50-50 würde ich sagen, damit es für beide fair ist. Geht aber mit Bremen direkt auf einen. Perfekt, da haben wir schon meinen ersten Transfer für den Sturm. Oh, hat eine Freigabe so... ...auszuleihen, hat eine... Oh, nee, das wird nix. Und direkt 2,3 Millionen, dann lassen wir das Thema Tuba lieber raus. Hilderim mischt auch nicht. Ist auch erst kürzlich dahin gewechselt, okay. Sonst haben wir eigentlich schon mal ein ganz gutes Team. Haben wir Eggestein schon mal verpflichtet. Dann gehen wir schon mal direkt zum ersten Spiel. Tun auch gleich nach dem ersten Spiel schon Training einstellen. Oder vielleicht jetzt schon, wenn es möglich ist. Eggestein ist ausgeliehen, jawohl. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Mal, wen wir da mal hinzufügen. Eggestein auf jeden Fall sofort. Meistens immer direkt die schwersten Sachen nehmen. Ja, recht wenige Spiele, die sich weiterentwickeln, ey, das ist echt schlecht. Guck mal, wenn wir noch nehmen könnten, nehmen wir den nochmal. Lang Mittel. Ritter ist auch noch jung. Eimerspieler, aber ey. Eigentlich habe ich recht junge Leute, aber die haben irgendwie kein Riesenpotenzial, sich weiterzuentwickeln. Auch nicht ganz neu. Tormann nehmen wir mal noch mit. Ich bin einer, der simuliert meistens halt die Trainingseinheiten. Haben auch alle gut abgeschnitten, perfekt. Erstes Spiel gegen Paris FC. Stärke ist. Okay, FC, was? FC. Morecamp. Morecamp, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Möchten ausleihen, nehmen wir mal an. Also Spielstärke ist Weltklasse. Noch nebenbei Info. Ritter, Krause, schöne Ziele. So, ich sag, wir simulieren mal. Also diese Vorbereitungsspiele werde ich simulieren. Nur halt so eigene Taktiken einstellen. Ich werde eben nur ab und zu mal ein paar Wechsel vornehmen. Damit die Spieler sich erstmal schonen können für die nächsten Spiele. Gucken wir mal, wie wir das erste Spiel abschreiben. Okay, schon mal Einzelführung. Paris hat einen Spieler, der den längsten Namen, den ich hier gesehen habe. Nomen Yanahari. Okay. Genau dieser Mann macht auch. In dem Moment, wo ich es erwähne, macht er das 1-1 und direkt im Gegenzug das 2-1. Wir gewinnen das Spiel 2-1, jawohl. Nomen Yanahari, den Namen merke ich mir mal, den gucke ich da mal nach. Was das für ein Landsmann ist, das interessiert mich jetzt einfach mal. So, nächstes Spiel gegen AK Gniednia, okay, das ist glaube ich. VfL, nein, lehnen wir mal noch ab, weil wir noch keinen Ersatz haben. Ich glaube, es ist Ukraine oder Tschechien, ich kann. Tut mir leid, wenn ich gerade scheiße laber, aber ich kenne mich gerade nicht so aus mit der Mannschaft. Er hat eben gemeint, er ist nicht so ganz auf dem Damm, aber wir haben jetzt auch. Okay, diesen Fässer könnten wir reintun. Das lassen wir erstmal alles so. Wir hoffen mal, dass wir mit dem zweiten Spiel jetzt uns schon mal weiter voranbringen können und vielleicht sicher für die nächste Runde schon qualifizieren könnten. Dass wir dann im letzten Spiel ein bisschen Schonung eingehen können. Gegen Gidnia Jurado? Sagt mir irgendwas? Okay, der macht. Wieder. Ich sag gerade den Namen und dann Leo Mensch schießt er das Tor. Das ist nicht normal. Eben schon bei diesem anderen Typ da. Übersprungen und da haben wir das Spiel 2-1 gewonnen. Jawohl.
Damit dürften wir sicher durch sein in der zweiten Runde. Ja, hier sind wir sicher durch. Können wir jetzt ein bisschen durchrotieren. Die sind ja eh alle deftig abgespielt. So, ein bisschen positionsgetreu wechseln. Zum Spieler habe ich glaube ich gar nicht, wie ich wechseln will. Mal den Tormann wechseln. Den ZM als ZOM. Rechts brauche ich noch einen. Oh, es gibt die Vollrotation. Ich weiß nicht, ob das so gut geht. Ah, wir haben, denke ich. Ah, Eggestein, jawohl. Da können wir direkt auch nochmal sein Debüt geben. Auch schon eine 66er Bewertung. Ich hoffe, das Spiel wird jetzt richtig in die Hose gehen, auch wenn. Okay, das ist die Mannschaft, wo direkt hinter mir ist. Wo es noch Erster werden könnte. Wird jetzt direkt in die Hose gehen, weil ich voll durchrotiert habe. Schauen wir mal. Der mischt ein bisschen mehr Spielzeit, was die Kompartie angeht. Das war auch der, wo komplett fertig ist. Was eine Aufstellung, ey. Alles neue Leute. Mal gucken, ob es gut geht oder ob es die Packung gibt. Die ersten. Deshalb schon sieht's gut aus. Alter, wie geht. Leute, wie geht sowas? In einer Minute fallen 3 Tore. Ey, sowas habe ich echt schon nie erlebt. In einer Minute fallen 3 Tore. Kann man bitte nochmal zurückspulen irgendwie? Geht das? Ich habe schon eben das perfekte Thumbnail gefunden. In einer Minute fallen 3 Tore. 3 Tore in einer Minute. Wie soll denn. Alter. Und wir haben das Spiel noch 3:2 gewonnen. Das ist noch das Gute dran. Wir haben alle Spiele gewonnen. Also was habe ich echt schon nicht erlebt. 3 Tore in einer Minute. Hey. Alles klar. Bertels von einem meiner Spieler kaufen. Und der Haring, das sind alles Konkurrenz-Drittligisten. Fahrt die Uferquote ausgeliehen. Perfekt. Gegen LB Chateron, also eine französische Mannschaft mit so einem langen Namen. Mal wieder ein bisschen auswechseln. Wo ich mit der Mannschaft eben richtig gut, die Mannschaft eben richtig gut fand. Bei Eckstein könnten wir eigentlich mal drin lassen. Ich möchte mal im Doppelsturm mit Sven Michel ausprobieren. Sonst tun wir aber alles umwenden. Den tun wir wieder rein. Den tun wir wieder rein. Tietz erstmal auf die Bank. Weil ich Respekt dafür, dass ich das Team eben komplett eigentlich auf allen Positionen verändert habe. 3:2 zu gewinnen, das ist schon stark. Wie gesagt, nochmal auf Weltklasse. Ich habe Japan abgereist und Japan will ich aber keine Spiele. Und bevor wir jetzt das Spiel gleich starten, werde ich erstmal noch einen Jugendscout einstellen. Haben wir auch noch eine Aufgabe, aber den teuersten am besten nicht. Max, nehmen wir mal den hier, komm. Wollen ja auch nicht sparen. Okay, ich sage, wir machen. Wo wollen wir unseren Scouting-Projekt hinsetzen? Ich würde sagen, bleiben mal hier in Deutschland, würde ich sagen. Also es gab noch keine gewisse Vorgabe, soweit ich weiß. Also würde ich mal sagen, keine gewisse Vorgabe und dann machen wir mal weiter. Perfekt, der richtet erstmal hier das Scouting-Netzwerk auf. Wir machen jetzt mal unser Spiel, simulieren es wieder. Die haben sich für nächste Runde mit einer Sieg, Niederlage, Unentschieden qualifiziert. Das ist nicht so toll. Ja, schon in der 30. Minute durch Mandane in Führung. Oder Mandane, wie man es auch immer aussprechen möchte. Gehen wir 2:0 in Führung, ich glaube, das war's. Das Neves, ah, okay. Eggestein, Anschluss. Ah, Leute, leider haben wir es nicht geschafft, aber Eggestein, erstes Tor schon mal für seinen neuen Club. Richtig gut.
Allgemeinen, glaube ich, einen ganz guten Bonus reingebracht. Ich kann hier wieder den, na gut, brauchen wir eh nicht mehr. Sein Mission steigt Angebot aus der zweiten Liga von Kräuter Fürth, Lehmann steigt ab. Weil es ein Top-Spieler für die Saison werden könnte, auf jeden Fall. Und ja, jetzt haben wir schon mal unsere Vorbereitungsspiele rum. Wir tun noch mal die ganzen Leute wieder da rein. Okay, jetzt muss ich wieder neu machen. Mach ich halt nochmal neu, kein Problem. Den hatten wir hier drin, da hatten wir glaube ich den Ritter drin. So, Innenverteidiger hatten wir schon laut, glaube ich. Hier halt diesen Zingerle. Machen wir jetzt noch schnell diese Trainingseinheiten, simulieren sie. Oh, mittelmäßig abgeschlossen, naja. Und ja, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir mal diese erste Folge FIFA 18 Karrieremodus mit dem SC Paderborn. Was in dieser Folge passiert ist, ich habe mir jetzt erstmal den Eggestein geholt als noch zusätzliche Sturmoption. Nur halt ausgeliehen von Werder Bremen. Und in nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall noch weitere Transfers tätigen, damit wir uns gestärkt in die Saison natürlich gehen können. ZOM habe ich auf jeden Fall im Blick. Mal schauen, vielleicht tun wir nochmal in der Defensive auch noch ein bisschen nachrüsten. Mal schauen, wer geht, wer kann noch bleiben. Und ja, wenn ihr weiterhin Karrieremodus sehen wollt mit dem SC Paderborn, lasst mir jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und das Video. Auf jeden Fall werde ich mir die Kommentare durchlesen. Und ja, folgt natürlich mir und Julian auf den Social Medias, die tue ich auch unten verlinken. Auch natürlich mal den Gaming-Stuhl, den ich besitze. Und ja, Leute, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Es wird auf jeden Fall, denke ich, morgen wieder Mad Max kommen oder Fortnite, mal schauen. Bis zum nächsten Video, Leute, haut rein und ciao.